Jeder für sich in dieser Wüste des Egoismus, die man Leben nennt. Die Schönheit ist nur ein Versprechen von Glück. Wann wird man erkennen, dass die Völker in Europa immer nur den Grad der Freiheit in sich wie unter sich haben, den ihr Mut ihrer Freiheit abbringt? Selbst die Ungnade der geliebten Frau ist voller Anmut, wie man sie an ungeliebten Frauen nicht in den huldvollen Augenblicken findet. Wenn man uns aber mitten aus der Lust herausreißt, entsteht Leid. Es ist unnötig, das Glück zu definieren. Wäre ich nicht so alt, würde ich Arabisch lernen. So beglückt bin ich, endlich etwas zu finden, das keine steife Kopie von schon vorhandenem ist. Der Schmerz der Eifersucht ist deshalb so bitter, weil die Eitelkeit sich gegen ihn sträubt. Die Demokratie führt notgedrungen dazu, dass in der Literatur mittelmäßige, einseitige und flache Köpfe die Vorherrschaft haben. Liebe ist die Wonne, ein liebenswertes und uns selbst liebendes Wesen mit allen Sinnen zu betrachten, zu berühren, zu fühlen. Die erste Forderung an alles, was uns Genuss zu schenken verspricht, ist eine starke Wirkung. Die Welt ist voller Menschen, die nicht allein sein können und für die ein noch so uninteressantes Gespräch besser ist als gar keines. Wenn ich ein Buch zum zweiten Male lese, entdecke ich die Farben der Vorurteile, die es mir beim ersten Male austrieb. Man versteht einen Menschen nur dann, wenn man ihm sehr nahe oder sehr fern steht. Kinder herrschen durch Tränen, und wenn man diese nicht beachtet, tun sie sich absichtlich weh. Anders zu sein erzeugt Hass. Die Liebe ist eine köstliche Blume, aber man muss den Mut haben, sie am Rande eines entsetzlichen Abgrunds zu pflücken. Für mich gibt es nur eine Regel, klar zu sein. Bin ich es nicht, so stürzt meine Welt in sich zusammen. Zwiefacher Minne kann niemand huldigen. Ein starker Entschluss verwandelt mit einem Schlage äußerstes Unheil in einen erträglichen Zustand. Ehrlichkeit ist anstrengend. Nichts ist so ansteckend wie schlechte Laune. Man findet ein Vergnügen selten dort, wo man es sucht. Wollen heißt Mut haben und sich einer Schwierigkeit aussetzen, sich derart vorwagen heißt das Glück versuchen, also spielen. Im Übrigen meine ich, dass eine Frau täglich ebenso 3 bis 4 Mußestunden haben soll, wie ja kluge Männer auch auf ihre Mußestunden halten. Die Liebe ist die einzige Leidenschaft, die mit einer Münze bezahlt wird, die sie selbst prägt. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Man führt immer das Herz ins Treffen, wenn man eine Dummheit gemacht hat. Die größte Unbefangenheit der Frau erlaubt ihr natürliche Reaktionen.
Das Gefühl wird von den Deutschen als eine Tugend, als eine göttliche Schickung, als etwas Mystisches angesehen. Die ganze Kunst der Liebe beruht darauf, dass man ausspricht, was der Zauber des Augenblicks fordert. Mit anderen Worten, dass man seinem Herzen folgt. Man wähne nicht, das sei leicht. Charakterfestigkeit heißt, die Wirkung der anderen an sich selbst erprobt zu haben, also sind dazu die anderen nötig. Die Macht der Gewohnheit behauptet sich selbst in den leidenschaftlichsten Augenblicken. Auf einen Menschen, der sich erst emporarbeiten musste, macht der Rang eines anderen immer einen großen Eindruck. Je allgemeiner man gefällt, desto oberflächlicher gefällt man. Nichts ist nachsichtiger, weil auch nichts glücklicher macht, als Aufrichtigkeit. Eine Frau gewöhnt sich nicht daran, der Vernunft zu gehorchen, wie ich als ein Mann, der sich in seinem Büro täglich in sechsstündiger Arbeit mit nüchternen, verstandesmäßigen Dingen abgeben muss. Eine entflammte Seele stellt sich nicht die letzte Gunst, sondern die nächste vor. Wer die Frauen im Allgemeinen liebt, sollte aufpassen, nicht einer speziell zu verfallen. Die Liebe, der man in der oberen Gesellschaft begegnet, ist Wettkampf, ist Spiel. Alles kann man sich in der Einsamkeit aneignen, außer Charakter. Eine Frau gehört von Rechts wegen dem Manne, der sie liebt und den sie mehr liebt als das Leben. Von dem Augenblick an, wo man liebt, sieht selbst der Klügste kein Ding mehr so, wie es wirklich ist. Von all den Befürchtungen, die man hegt, treffen zum Glück nur die schlimmsten ein. Der Verliebte hat keine Zeit, geistreich zu sein. Die meisten Menschen haben einen Moment im Leben, wo sie große Dinge tun können, in denen ihnen nichts unmöglich erscheint. Liebe kennt kein Alter. Was schadet das Alter, wenn man zu zweit ist? Mir wäre es fast lieber, meine Frau versuchte, mich in einem wütenden Moment einmal im Jahre zu erdolchen, anstatt mich jeden Abend übellaunig zu empfangen. Je weniger du Sex hast, desto mehr Inspiration wirst du für großartige Songs haben. Einen festen Charakter erwerben heißt, viele und gründliche Erfahrungen über die Unzulänglichkeiten und Verhängnisse des Lebens gewinnen. Die Macht einer Frau wird an dem Maß des Unglücks gemessen, das sie über ihren Geliebten verhängen kann. Nur ein großer Geist wagt es, einfach im Stil zu sein. Das größte Glück, das die Liebe zu geben vermag, liegt im ersten Händedruck der geliebten Frau. Was ich beim Reisen am meisten liebe, ist das Erstaunen bei der Rückkehr. Es verklärt die albernsten Menschen und die nichtigsten Dinge. Der Zank ist das Band vieler bürgerlicher Ehen. Der Gescholtene bekommt den ganzen Tag das zu hören, was er am meisten liebt.